Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, heute beschäftigen wir uns mit Aufgaben, Funktionen und Problemen einer wissenschaftlich betriebenen Geschichte. Beginnen wir mit einem Grundproblem jeder Reflexion über die Vergangenheit, die Subjektivität des Betrachters. Sie erinnern sich noch an unser Modell des historischen Individuums vom letzten Mal? Es zeigt uns vor allem, dass beim Blick auf die Vergangenheit auch der Historiker stets Teil seiner eigenen Gegenwart bleibt. Auch er ist also vorgeprägt durch seine Erfahrungen, seine Ausbildung, seine Interessen, durch historische, soziale oder politische Gegebenheiten seiner Zeit. Das bedeutet letztendlich, dass es einen markanten und unauflöslichen Unterschied gibt zwischen der objektiv abgelaufenen Geschichte und einer Aufarbeitung der Vergangenheit, die stets gegenwartsorientiert und damit auch individuell und subjektiv bleibt. Jeder, der wissenschaftlich Geschichte betreibt, ist zwar verpflichtet, seine Quellen, Methoden und Zugänge offenzulegen. Damit ist sein Beitrag zu einem Geschichtsbild nicht mehr nur rein subjektiv, sondern immerhin intersubjektiv. Er wird also verifizierbar oder falsifizierbar und diskussionswürdig. Das Grundproblem bleibt jedoch. Trotz geschärfter Methodik, Erfahrung, innerwissenschaftlicher Diskussion und außerfachlicher Anregung bleibt der Historiker immer ein Kind seiner Zeit und ihrer typischen Sichtweisen und Fragestellungen. Dies zeigt sich vor allem, wenn wir einen Blick auf die zeitgebundene Wandelbarkeit von Geschichtsbildern werfen. Das Mittelalter hatte ein geschlossenes Geschichtsbild. Die Geschichte begann mit der Schöpfung und sie würde mit dem jüngsten Gericht auch ein klar definiertes Ende besitzen. Man errechnete aus den Daten der Bibel den Beginn und bemühte sich auch, das Ende der Geschichte zu berechnen. Als die Aufklärung und die Naturwissenschaften des 19. Jahrhunderts bereiteten diesem Geschichtsbild ein Ende. Ein ganz anderes Geschichtsbild entwarf Leopold von Ranke zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Er suchte nach einer Natur der Sache, die sich in ihrer Geschichte manifestiere. Skeptisch gegenüber naturgesetzlichen Geschichtsabläufen betonte er die Verschiedenartigkeit und den Eigenwert historischer Phänomene. Sein bevorzugter Gegenstand waren dabei der Staat und die Nation. Auch wenn Ranke betonte, man solle jede Epoche gleich behandeln und möglichst objektiv aufzeigen, wie es eigentlich gewesen, so ist die Grundlage des von ihm geprägten Historismus doch eine individualisierte Betrachtung von Geschichte. Umso mehr, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Suche nach einer deutschen Nation und das Ringen um staatliche Einheit eines der großen Themen seiner Zeit war. Zwar lehnte Ranke selbst tagespolitische Zielsetzungen in der Geschichtswissenschaft ab, für viele seiner Schüler wurden aber gerade die Spielarten des Nationalismus zu regelrechten Triebfedern ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Wobei der jeweilige subjektive politische Standort das Geschichtsbild geradezu vorgab. So entzündete sich etwa ein erster großer Historikerstreit im 19. Jahrhundert an der Bewertung des mittelalterlichen Kaisertums. Für Wilhelm von Giesebrecht war das Kaisertum der zentrale Aspekt einer deutschen Geschichte, Projektionsfläche einer historischen Identität, die es wiederzubeleben gelte. Es lässt sich leicht ausrechnen, dass er im politischen Spektrum seiner Zeit zu den Verfechtern eines großdeutschen Nationalstaates unter Einschluss Österreichs stand. Gegen diese durchaus verbreitete Auffassung wandte sich Heinrich von Sybel.
Als Anhänger eines kleindeutschen Nationalstaates unter preußischer Führung und ohne Österreich verdammte er die Bestrebungen der deutschen Könige, in verlustreichen Italienzügen nach der Kaiserkrone zu streben, als Vergeudung von Kräften, ja sogar als Verrat nationaler Interessen. Ganz leicht ist also an diesem Beispiel zu sehen, wie Themen wie Nation, Staat, Verfassung, wie selbst die Tagespolitik wissenschaftlich fundierte Geschichtsbilder prägten. Dies trifft auch auf vieles andere zu, etwa das unter der wachsenden Bedeutung der sozialen Frage im 19. Jahrhundert entwickelte marxistische Geschichtsbild. Karl Marx und Friedrich Engels konnten mit dem Historismus Rankes nicht viel anfangen. Sie ließen sich von positivistischen Strömungen leiten, die nach gesetzmäßigen Abläufen der Geschichte suchten. Und sie gingen davon aus, dass die Gesellschaftsverhältnisse im Wesentlichen von den Produktionsweisen bestimmt werden. Dieser historische Materialismus führt dann in ihrer Sichtweise zu nahezu naturgesetzlichen Übergängen von der klassenlosen Stammesgesellschaft zur Sklavenhalter- und Feudalgesellschaft und vom Kapitalismus zum Sozialismus. Die Geschichtswissenschaft des 20. Jahrhunderts hat sich bemüht, solche Funktionalisierungen von Geschichte zu revidieren und pluralistische Geschichtsbilder an deren Stelle zu setzen. Aber natürlich ist auch sie in ihren Inhalten und Methoden nicht frei von historisch bedingten Strömungen. Um nur ganz wenige zu nennen, Marc Bloch und Lucien Febvre begründeten mit ihrer seit 1929 herausgegebenen Zeitschrift Annales, Économie, Société, Civilisation, die Schule der Annales. Ihrer offenen Kritik an der stark personen-, daten- und objektivitätsfixierten Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts setzten sie den Blick auf die Systeme sozialer Beziehungen entgegen. Damit begründeten sie ganz neue Richtungen wie die Mentalitätsgeschichte und beeinflussten über mehrere Historikergenerationen hinweg die Wirtschafts- und Sozialgeschichte, die Alltagsgeschichte, Umwelt- oder Geschlechtergeschichte. Ein anderes Beispiel. Spätestens seit den 1980er Jahren spielt der sogenannte Linguistic Turn, also die linguistische, sprachliche oder sprachkritische Wende, eine Rolle auch in der Geschichtswissenschaft. Der Ansatz ist, verkürzt gesagt, nicht das Denken bestimmt die Sprache, sondern die Sprache bestimmt das Denken. Und damit geraten die Dinge selbst aus dem Fokus, analysiert werden vielmehr die sprachlichen Bedingungen, wie von den Dingen gesprochen wird. Da die Geschichtswissenschaft überwiegend mit sprachlich gebundenen Quellen arbeitet und sich selbst in Sprache geschrieben oder gesprochen ausdrückt, war sie natürlich von einer solchen Theorie herausgefordert. Einen markanten Einfluss hatte der amerikanische Literaturwissenschaftler und Historiker Hayden White. Sein Buch, auch Clio dichtet, zeigte, dass jede historische Darstellung, und zwar in den Quellen und in der modernen Geschichtsschreibung, literarischen Mustern verpflichtet ist. Es kam in Teilen der Geschichtswissenschaft in der Folge zur Abkehr vom Anspruch, historische Wahrheiten und harte Fakten zu entdecken. Unter dem Einfluss von Michel Foucault oder Jacques Derrida wandte man sich stattdessen etwa der historischen Diskursanalyse zu oder untersuchte die soziale Artikulation historischer Bedingtheiten. Mit vielen Verästelungen in den Strukturalismus und Poststrukturalismus oder in die Semiotik etwa eines Umberto Eco ist diese Diskussion noch keineswegs abgeschlossen. Und es gibt noch weitere solcher Turns. Der Pictorial oder Visual Turn untersucht in Anlehnung an die Vorarbeiten des Kunsthistorikers Abi Warburg Bildquellen nicht mehr nur als Illustration, sondern fragt generell, ob nicht Geschichtsbilder sehr viel mehr von nichtsprachlichen Zeichenverhältnissen bestimmt sind. Ein Media Turn erscheint als konsequente Fortsetzung.
Und die momentane Methodendiskussion wird stark bestimmt von einem Cultural Turn, der die Gesamtheit der Kultur als Alltagspraxis betrachtet und Wahrnehmungs- und Deutungsmuster historischer Akteure und Gruppen von sich selbst und ihrer Umwelt untersucht. In ihm fließen zahlreiche geisteswissenschaftliche Disziplinen geradezu zusammen. Bei allem Methoden- und Themenwandel wird manchmal sogar die Standortbestimmung der Geschichtswissenschaft schwierig. Weniger schwierig wird es bei ihren Aufgaben. Doch auch hier gibt es Wandel. Im 19. Jahrhundert betrachtete man die Geschichte noch als Magistra vitae. Für Treusen war sie die Grundlage der politischen Ausbildung. Heinrich von Treitschke, Historiker und nationalliberaler Politiker, sah die Politik gar als aktive Fortsetzung der Geschichte. Heute glaubt niemand mehr ernsthaft an historische Studien als konkrete Handlungsanweisungen. Geschichte wiederholt sich nicht. Und Geschichte nur zur Vervollkommnung der Individualität zu benutzen, wird ihrer Bedeutung nicht gerecht. Klar ist, Geschichte ist keine bloße Politikberatung. Sie erfüllt wesentlich wichtigere Funktionen. Ihr Grundanliegen ist die methodische, das heißt nachprüfbare und kontrollierbare Rekonstruktion der Vergangenheit. Dies geschieht innerhalb und auch für eine von unterschiedlichen historischen Wahrnehmungen geprägte gegenwärtige Gesellschaft. Damit fällt es in die Verantwortung des Historikers, deren Geschichtsbilder zu erweitern, mitzugestalten und gegebenenfalls zu korrigieren. Und das ist keine geringe Aufgabe. Man denke nur an die Kontroversen im Zusammenhang mit der Kriegsschuldfrage von 1914, an die Aufdeckung der Dolchstoßlegende, der Kriegsverbrechen oder den millionenfachen Mord an den Juden. Insofern lässt sich aus Geschichte doch etwas lernen. Sie erzieht zu einem kritischen Blick auf Handlungen, Normen, Ordnungen, Weltvorstellungen. Sie wirkt identitäts- und bewusstseinsbildend. Mit dem Wissen über die Vergangenheit entsteht ein tieferes Verständnis unserer Gegenwart. Sie brauchen nur in die Nachrichten zu sehen. Keiner der großen Konflikte unserer Zeit ist ohne seinen historischen Hintergrund verstehbar. Historiker sehen die Dinge nicht nur, wie sie sind, sondern verstehen, wie sie geworden sind. Die schafft ein reflektiertes Gegenwartsverständnis und bietet letztlich doch Orientierungs- und Entscheidungshilfen. Geschichte ist keine Elfenbeinturmwissenschaft. Ihre Themen sind relevant. Was nicht nur am großen öffentlichen Interesse wissenschaftlich begleiteter Ausstellungen zu sehen ist. Sie schafft Grundlagen, sie kann auch begeistern, sie kann Wahrnehmung, Denken und Handeln verändern. Sie ist also ein wichtiger Teil der öffentlichen und auch der politischen Kommunikation. Und damit auf Wiedersehen.